Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Nacht der Gastronomie. Bitte begrüßen Sie die Feinschmecker unter den Moderatoren. Beide gehören zu den Restauranttestern der neuen Presse. Sie steht für vegane Ernährung, er schätzt ein gutes Steak. Was Ihnen beiden schmeckt? Hannovers Gastroszene. Hier sind Josina Kelz und Christoph Danowski. Einen schönen guten Abend hier in der alten Druckerei auf dem Matzer-Gelände. Wie sieht das schön aus hier von der Bühne? Wunderbar geschmückt, wunderbar eingedeckt. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Plätze gefunden. Für alle die, die das erste Mal da sind, dieses ist ein Teil der großen Druckerei von Matzak, die vor einigen Jahren verlegt wurde an den Deister. Hier war die Weiterverarbeitung. Hier fuhren auf Transportbändern, die an der Decke befestigt waren, die Zeitungen aus der Druckerei und wurden hier mit Werbung, vielleicht sogar mit Ihrer Werbung, mit Prospekten befüllt, fuhren dann zu diesen Luken dort, wo die LKWs warteten und die Zeitungen zuerst an die Flughäfen und Bahnhöfe brachten, dann in die Region und am Ende in die Stadt. Und dort sitzen Sie jetzt. Diese Event-Location hat schon einige Premieren hinter sich. Hier waren bereits die Bundesaußenministerin, der Bundesfinanzminister, die Bundesinnenministerin. Vor 2,5 Wochen haben wir hier gesessen mit Uli Hoeneß zum 150. Anschluss unserer Fußball-Talkshow. Und heute sind Sie da. Heute reden wir und feiern wir die Gastroszene. Herzlich willkommen zur Nacht der Gastronomie. Ich bin nicht alleine auf die Bühne gekommen. An meiner Seite ist Josina Kelz, mit der ich schon die Freude hatte, die NP Sportgala zu moderieren. Sie gehört wie ich zum Gastro-Team, ganz frisch dabei. Und sie ist nicht wie ich eine Niedersächsin, sondern kommt aus dem Ahrtal, hat schon in Bayern gelebt, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Du kannst es beurteilen, auf welchem Stand ist der Norden mit Hannover denn kulinarisch? Sagen wir mal so, von Laugenbrezeln sollten die Niedersachsen besser ihre Finger lassen, aber dafür haben sie in der vegetarischen und veganen Küche definitiv die Nase vorn. Denn es kommt bei mir noch immer vor, wenn ich meine Mutter in Bayreuth besuche, dass ich als vegetarisches Gericht Fisch angeboten bekomme oder als vegane Option mit Käse überbacken ist. Aber wie sieht's bei dir aus als niedersächsisches Urgestein? Wohin führst du deine Frau aus, wenn du abends frei hast? Ich bin hier schon ein bisschen länger im Gastro-Team und habe tatsächlich so etwa 150 Restaurants in der Region getestet in den letzten 10, 15 Jahren. Habe mir da auch privat einige notiert. Mir ist es am wichtigsten, dass der Dreiklang stimmt aus Ambiente, Service und gutem Essen. Gutes Essen alleine reicht nicht. Ich war neulich beim Asiaten in der Region. Super Essen, schönes Ambiente. Aber der Wirt, der hat so geguckt, als hätte ihm gerade die Axt den Kopf gespalten. Der hat zu meiner Frau und mir innerhalb von 3 Stunden, glaube ich, 7 Worte gesagt. Da würde ich nicht nochmal hingehen. Da gehe ich tatsächlich lieber zum Griechen, zum Italiener, zum Spanier um die Ecke und weiß, dass ich ja wirklich willkommen bin. So, und bei dir ist es ja die vegane und die vegetarische Kost. Und da bin ich sehr gespannt, wie dein Urteil über Hannover aussieht. Wo stehen wir denn da? Also man könnte sogar sagen, dass wir gewissermaßen Vorreiter sind. Denn was viele gar nicht wissen, ist, dass 1952 in Hannover das erste vegetarische Restaurant Deutschlands eröffnet hat. Das ist das Hiller. An der Stelle liebe Grüße an den Inhaber Robert Beck. Was mich auch fasziniert hat für einen NP-Restaurant-Test, ist das Vegan Village in der Kahlenberger Neustadt. Da kochen tatsächlich buddhistische Nonnen und Mönche mit Zutaten aus ihrem Klostergarten. Und mit den Rüpel haben wir seit 1,5 Jahren ein veganes Restaurant, das auf Feinschmecker-Niveau kocht und es damit unter unsere Nominierten geschafft hat. Und Dano, wie sieht es bei dir aus? Kannst du Pflanzenkost auch etwas abgewinnen? Auf jeden Fall. Wir haben ja bei Matzak eine sehr, sehr gute Kantine, die Essenszeit. Und da nehme ich mittlerweile tatsächlich öfter die vegetarische Alternative als die fleischliche. Und ich habe auch schon neulich mal so eine Rügenwalder, so einen Wurstersatz in den Kühlschrank gelegt. Und das hat ganz gut geschmeckt. Und ich bin mir auch relativ sicher, so einen veganen Burger von einem normalen Burger könnte ich nicht unterscheiden, wenn er gut gemacht ist. Aber jetzt kommt die Grillsaison. Und zu einer Grillsaison gehört für mich auf jeden Fall ein richtig gutes Stück Fleisch, Steak, keine Ahnung, Nacken, Ribeye
und eine richtig gute Wurst und gerne auch einen Lachs auf der Seite gebraten oder auf der Haut gebraten. Auf jeden Fall, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Apropos Essen, die Tische, die komplett waren, haben ja schon ihre Vorsuppe erhalten, aber ich kann Ihnen schon mal sagen, was es gleich noch gibt. Also es wird Ihnen am Tisch serviert Sous-Vide, Kalbsrücken im Kräutermantel mit Karamell, Karamelljuice, Vanillemöhren und Pastinakenpüree. Ja, Kamel ist gut, ne? Gibt's ja im Outback-Spirit wahrscheinlich auch. Wollte ich gerade sagen. Oder alternativ Artischocken-Ravioli mit jungen Spargelbärlauchschaum und kandierten Kalamata-Oliven aus Griechenland. Die Desserts kommen aus dem Bauchladen, zum Beispiel Tonkamus im süßen Kornett oder Cashew-Tartelette mit Jutsu und Weidmeister. Und Kamel gibt's vielleicht draußen auch, denn wir haben ja einige Stände auch draußen. Und jetzt kommen wir aber zu den Gastgebern, denn wir sind die Moderatoren, aber natürlich gibt's auch Leute, die das Ganze hier veranstalten und uns noch willkommen heißen wollen. Ja, die Nacht der Gastronomie wird präsentiert von Hannover geht aus, dem Gastromagazin der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und Neue Presse. Und die Chefredakteure kennen sich bestens mit der Gastroszene der Stadt aus. Denn als Verantwortliche für unsere Tageszeitung wissen sie, wie wichtig das Thema Gastronomie für unsere Leserinnen und Leser und damit die Gesellschaft ist. Und sie sind verantwortlich dafür, das Thema in all seinen Facetten abzubilden. Begrüßen Sie mit mir mit einem großen Applaus NP-Chefredakteur Carsten Bergmann und den stellvertretenden Hartz-Chefredakteur Felix Habert. Hi. Guten Abend. Guten Abend. Schönen guten Abend. Carsten, haben wir so die alte Druckerei schon mal gesehen? Ich bin schon wirklich richtig stolz. Ich muss mal zurückdenken. Ich bin letzte Woche hier mal durchgegangen und das sah wirklich aus wie eine alte Druckerei. Und wenn ich jetzt mal sehe, kurz bevor ich zur offiziellen Begrüßung komme, möchte ich mal einmal ganz kurz dem Team um Marcel Lentsch wirklich ganz, ganz großen Respekt zollen. Marcel Lentsch, Bernd Gattermann, Rosario Grosso, habe ich wen vergessen? Laurenz Wagner. Die haben hier wirklich die letzten Wochen und Monate geschuftet, dass das heute so aussieht, wie es aussieht. Also da einen das ganz, ganz großen Applaus. Verdient, ja. So, und jetzt darf ich auch mal offiziell werden, weil das ist natürlich für uns auch eine große Wertschätzung, wenn ich einmal mal ins Publikum hier reinschaue. Dort sehe ich doch das ein oder andere bekannte Gesicht, Felix, du auch. Ich würde mal einmal ganz gerne eine offizielle Begrüßung machen. Ich sehe Regionspräsident Steffen Krach, herzlich willkommen. Unseren Stadtkämmerer Axel von der Ohe, schön, dass du da bist. Ich sehe unseren Schützenpräsident Paul Stolle und ich sehe jemanden, ich glaube, das ist so mittlerweile seine letzte öffentliche Veranstaltung, zumindest in offizieller Version, unseren Polizeipräsidenten Volker Kluwe. Schön, dass Sie da sind und diesem Abend so einen würdigen Rahmen geben. Felix, kommen wir zu dir. Wir sehen es an den Klickzahlen auf hatz.de und neuepresse.de. Das Thema Gastronomie interessiert unsere Leserinnen und Leser enorm. Warum? Du weißt es. Ja, ich würde sagen, erstmal ganz herzliches Willkommen von mir. Schön, Sie zu sehen, soweit man das kann, im gleißenden Scheinwerferlicht. Ja, es interessiert tatsächlich sehr und wir können das ja sehr gut messen. Und ich glaube, das liegt daran, dass Gastronomie, dass Restaurants, alles das Schöne verkörpern, was es gibt. Wir haben ja leider des Öfteren über unangenehme Dinge zu berichten. Gerade die letzten 2-3 Jahre haben uns gezeigt, was es da alles gibt. Das hat gerade die Gastronomie sehr mitgenommen. Und Gastronomie verkörpert Genuss, Gastronomie verkörpert Geselligkeit und verkörpert ganz viel von dem, was wir vermisst haben in den letzten 2-3 Jahren. Und jetzt geht es wieder richtig los und man merkt an unseren Leserinnen und Lesern, dass sie wissen wollen, wo sie dahin gehen können, wo es besonders schön ist und wo man eben gesellig sein kann. Danke, Felix. Carsten, die NP setzt ja einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema Gastronomie. Warum hat die Chefredaktion sich so aufgestellt? Gastronomie bedeutet vor allen Dingen Lebensfreude. Und wir wollen unseren Leserinnen und Lesern, wollen wir eben etwas Gutes tun, eine gute Zeit bescheren und gehen da ganz aktiv in die Gastroszene rein und schauen, was gibt es Neues, was sind die neuen Trends, aber was ist auch beständig. Wir bekommen es von unseren Lesern zurückgespiegelt, sie haben ein ganz, ganz großes Interesse an dem, was in der Gastronomie passiert. Und ganz ehrlich, mir geht es ja auch so, wenn ich mit meiner Familie, mit meinen Kindern zum Essen gehe, ich möchte eine gute Zeit erleben, ich möchte was Besonderes haben. Und das spiegeln uns die Leser auch zurück, dass eben wenn sie ausgehen, wenn sie das Geld in die Hand nehmen, muss es auch was Gutes sein. Also die Erwartungshaltung ist, und das ist für uns ein klarer Leserauftrag,
zu sagen, wo ist es gut, wo ist es besonders gut. Und die Region Hannover, ehrlicherweise, so richtig, also Schlechtes gibt es hier eigentlich nicht. Also wo ist es besonders gut und wo ist es gut? Weil diese Vielfalt in der Region Hannover, ich glaube, das zeichnet diese Region aus und ist tatsächlich was ganz Besonderes. Das stimmt und das können wir bewerten, weil wir sind zugezogen und kennen es auch anders. Während der Pandemie gab es ja ein paar Probleme, auch in der Themensetzung für uns, denn die Restaurants hatten eine Zeit lang geschlossen. Wie hast du es mit dem Team gelöst, trotzdem gastronomische Inhalte zu bringen? Das war ganz einfach, weil die Kreativität in der Region Hannover war wirklich besonders. Ich muss ja sagen, also nahezu kein Berufszweig hatte wirklich so tiefe Einschränkungen hinzunehmen wie die Gastronomie. Erst waren sie komplett geschlossen, dann durften sie wieder ein paar Prozent aufmachen. Ich erinnere mich noch an Phasen, da mussten wir, wenn es zur Toilette ging, noch die Maske aufsetzen, damit das geklappt hat. Das Durchhaltevermögen der Gastronomen und der Gastronomin hier in Hannover, das ist wirklich beeindruckend. Und wir haben so unglaublich viele Geschichten zu erzählen gehabt, weil eben genau die Szene nicht aufgegeben hat und sich ständig neu erfunden hat, ständig was Neues auf den Markt gebracht hat, sei es Takeaway, sei es viele, viele Beispiele. Und deswegen ziehe ich an der Stelle wirklich nur meinen Hut vor den Gastronomen hier in Hannover. Das ist wirklich tief beeindruckend. Danke. Felix mit Gastrojournalist Hannes Finkbeiner, er sitzt da vorne, hat ja eine Koryphäe im Team, doch seine Kritiken dürften so manchen Gastronomen manchmal nicht schmecken. Weshalb ist es so wichtig, dass in der Zeitung auch mal harte Kritik steht? Ja, weil wir ja die Zeitung für die Leserinnen und Leser machen und in dem Fall dann mal gerade nicht für die Gastronomen. Und du hast Herrn Krach oder Herrn von der Uhr angesprochen. Für die machen wir das in der Regel auch nicht und die sind auch nicht jeden Morgen ganz froh, wenn sie die Zeitung aufschlagen. Das muss manchmal so sein, weil eben die Leserinnen und Leser bei uns im Mittelpunkt stehen. Und was ich an Hannes so mag, ist, und wer ihn kennt, der wird das, glaube ich, über die Jahre mitbekommen haben, dass er natürlich kritisch an die Sachen rangeht und dass er natürlich den Lesern sagen will, was ist gut, was ist schlecht. Ich weiß aber, und ich kenne ihn jetzt eine Weile, dass er ein Riesenherz für die Gastronomie hat, für die Gastronomen hat. Das haben Sie vielleicht auch erlebt, wenn Sie vor ein paar Jahren beim letzten Gastro dabei waren, dass er eine flammende Rede für die Gastronomen gehalten hat und wie schwer sie es haben, weil er das sehr genau weiß. Und ich weiß, dass er sich quält, wenn es mal ausnahmsweise nicht so gut ausfällt. Das ist wirklich so, er schläft dann schlecht. Und ich glaube, das ist eine gute Einstellung für einen Journalisten, dass er, wenn es Kritik zu äußern gibt, die auch äußert, dass er das aber nicht als Selbstzweck macht. Und da können Sie sich wirklich darauf verlassen, das ist bei ihm so. Wenn er hart kritisiert, dann leidet er und am meisten freut er sich, wenn er 10 Punkte vergeben kann. Das haben wir alle im Hinterkopf. Danke Felix, danke Carsten und nochmal einen Applaus für den NP-Chefredakteur und den stellvertretenden Hatz-Chefredakteur. Und jetzt dürft ihr auch essen. Guten Appetit. Dankeschön, viel Spaß. So, ich würde sagen, wir haben uns jetzt genug warm gequatscht und bevor Sie vor lauter Nervosität unsere Bar leer trinken müssen, kommen wir zu unserem ersten Sieger in der ersten Kategorie Überraschung der Bar des Jahres. Und bevor wir gleich den Sieger verkünden, möchte ich noch einmal betonen, jeder Nominierte ist bereits ein Sieger, denn Ihnen gehören die 10 besten Bars der Stadt. Und die wollen wir uns doch nochmal anschauen. Film ab. Hi, ich bin der Luis. Hi, ich bin der Nino und zusammen sind wir die Bartheke. Gemeinsam mit meinem teuren Team sorgen wir für super Drinks und tolle Abende. Seit 22 Jahren sind wir das Wohnzimmer der Südstadt. Also, überzeugt euch selbst und kommt gerne vorbei. Wir sind die Schule Sau! Und wir freuen uns mega über die Nominierung für die beste Bar bei der Nacht der Gastronomie. Und wenn wir gewinnen, dann gibt's Persico für alle! That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your bag to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola. Er lebt eine Nacht, die ihr niemals vergessen werdet. Die bei der Schenker am Schwarzen Bein Hannover. Hier findet ihr eine atemberaubende Auswahl an hochwertigen Drinks. Wir sind stolz darauf, dass unser Engagement erkannt wurde. Eine Bar, die Sie mit ihrer historischen Schönheit beeindruckt. Herzlich willkommen in der Pelikan Bar. Ich bin Brusk, eure Barkeeper. Das ist meine Kollegin Paula. Herzlich willkommen. Die Bar entstand ursprünglich aus dem damaligen Kesselhaus der Füllfederhalterfabrik Pelikan. Eine erlesene Auswahl an Zigarren und Live-Piano-Musik untermalen diese einzigartige Atmosphäre. Auch Whisky-Liebhaber kommen bei uns nicht zu kurz. So finden Sie bei uns
über 100 verschiedene Whisky-Sorten aus aller Welt. Hi, Messer aus der Oscars Bar. Und wir sind seit 7.80 Uhr für euch da. Und freuen uns, dass wir nominiert wurden, wieder nominiert wurden. Cheers! Wer mitgezählt hat, keine Sorge, ihre Mathekenntnisse haben sie nicht spontan verlassen. Es waren nicht alle Bars im Video zu sehen. Das liegt daran, dass Barkeeper lieber hinter der Bar als vor der Kamera stehen. Den goldenen Umschlag mit dem Namen der Siegerbar habe nicht ich, sondern unser Sponsor. Und wer könnte die Kategorie Bar des Jahres besser präsentieren als Gilde? Begrüßen Sie mit mir bitte Gilde-Geschäftsführer Mike Gärtner. Hallo Herr Gärtner. Ja, wunderschönen guten Abend. Wir hatten ja erst das Vergnügen auf der NP Sportgala. Ja, ähnliche Situation. Ja. Herr immer Gärtner, ein Vergnügen. Gilde und Bars haben ja etwas gemeinsam, das gesellige Nehmen eines Drinks. Warum verbindet das die Menschen genauso wie ein gutes gemeinsames Essen? Ja, ich weiß gar nicht, ob es genauso ist wie mit dem Essen. Essen ist natürlich wichtig, aber nicht umsonst heißt es, Durst ist schlimmer als Heimweh. Und insofern glaube ich, die Abstufung muss man schon machen. Und ich glaube, dass Bars und andere Treffpunkte, wo eben die Geselligkeit ausgelebt werden, auch wenn da einige widersprechen würden, aber ohne alkoholische Getränke auch eine ganz wesentliche Eigenschaft verlieren, nämlich ihren wissenschaftlichen Anspruch. Es gibt nämlich Studien, dass also Universitäten, die in direkter Nähe vom Campus ein gut gehendes Restaurant, eine Bar, eine Kneipe haben, höhere wissenschaftliche Leistungen erzielen. Das liegt einfach daran, weil die Leute zusammenkommen, Hemmungen verlieren, viel offener diskutieren, viel kreativer werden und das dann wieder zurück in ihre Universität tragen. Und insofern, glaube ich, gehört zur Geselligkeit auch immer ein guter Tropfen. Schönes Beispiel mit der Universität, merke ich mir. Wie entwickelt sich denn so der Bierabsatz in den Bars unserer Stadt? Ja, Gott sei Dank ist Bier auch für Bars wieder hoffähig geworden. Das liegt sicherlich auch an vielen guten Craftbrewern, die die Szene belebt haben und die Bier wieder in die Bars gebracht haben. Und mittlerweile, glaube ich, gehört es schon zum guten Ton, Bier zu haben. Und auch die ersten Bars haben sogar schon wieder Bier vom Hahn. Insofern, glaube ich, Bier ist wieder da, auch in den Bars. Und wenn Sie dann mal in eine Bar gehen, sind Sie dann tatsächlich derjenige, der sich ein Bier bestellt und die Finger von all den bunten Cocktails lässt? Ja, natürlich trinke ich sehr gern Bier. Das würde jetzt auch, glaube ich, jeder vermuten. Aber ich trinke auch ab und zu gerne einen Cocktail. Der muss nicht unbedingt bunt sein. Ich finde es eigentlich viel spannender, wenn Barkeeper mit relativ wenig Zutaten in traditionellen Drinks hantieren und spielen und versuchen, die richtige Balance rauszufinden. Und das kann man zum Beispiel sehr gut machen bei einem meiner Lieblingsdrinks, das ist der Old Fashioned. Und wenn der nicht richtig ausbalanciert ist, dann ist es eben kein richtiger Old Fashioned. Und daran erkennt man einen guten Barkeeper und ich glaube, das können alle unsere Nominierten von heute Abend wunderbar. Herr Gärtner, bevor Sie gleich den goldenen Umschlag öffnen dürfen, wollen wir doch erstmal schauen, welche Bars es überhaupt in die Top 3 geschafft haben. Wir haben einen Film für Sie vorbereitet. Film ab. Hey, ich bin der Musa, der Barchef hier im Schenker. Und ich bedanke mich für die Nominierung zur Bar des Jahres. Und wir freuen uns sehr, dass wir unter den Top 3 in Hannover sind. Wir glauben daran, dass die besten Drinks aus saisonalen und regionalen Zutaten gemacht werden sollten. Und deswegen arbeiten wir ständig daran, unsere Drinks monatlich zu überarbeiten, unsere Gäste immer wieder aufs Neue zu überraschen. Natürlich möchte ich mich an dieser Stelle auch bei meinem Team bedanken, das immer engagiert und leidenschaftlich bei der Arbeit dabei ist. Ohne die wäre das niemals möglich gewesen. Kommt doch einfach mal vorbei. Wir sind Oscars Bar. Thomas Fischer mein Name. Ich mache das mit Herrn Celik seit 16 Jahren mittlerweile, was schon ewig ist. Wir sind auf der Georgstraße, genau gegenüber der Oper und macht uns auch viel Spaß. Und ich denke,
Was uns auszeichnet, ist, dass wir beständig sind und sehr, sehr unterschiedlich. Und vor allen Dingen unsere netten Gäste, das ist das Ausschlaggebende. Ich sag mal, vor 16 Jahren, da war die Cocktailkultur in Hannover oder insgesamt noch nicht so sonderlich ausgeprägt. Und jetzt ist es so, dass auch gerade so die jungen Leute, und davon haben wir relativ viele als Gäste, sehr informiert sind. Und das macht es macht auch einen gewissen Charme aus. Hi, ich bin Alex. Und ich bin Fabian. Und wir sind Teil des Teams der Schwulen Sau in Hannovers Nordstadt. Die Schwule Sau ist ein ehrenamtlicher geführter Verein, der mittlerweile schon im 32. Jahr hier in Hannovers Nordstadt neben dem Sprengelgelände existiert. Und wir sind dafür da, ein bisschen queere und bunte Unterhaltung in die Stadt zu bringen. Wir werden auch immer liebevoll irgendwie das queerste Wohnzimmer der Stadt genannt. Ja, und wir freuen uns tierisch, dass wir nominiert sind. Also wir haben da wirklich null mit gerechnet und das auch noch als beste Bar und dann auch noch in den Top 3. Also kommt vorbei, es lohnt sich immer bei uns auf der Homepage, auf Facebook, auf Instagram vorbeizuschauen. Wir lassen uns die tollsten Ideen einfallen, die tollsten Partys. Ihr werdet auf jeden Fall super viel Spaß haben, wenn ihr hier seid. Herr Gärtner, sind Sie bereit, den Sieger zu verkünden? Ich bin bereit und ich weiß tatsächlich nicht, was drin steht. Und ich nehme Ihnen einmal das Mikro ab, oder es geht, er kann es so. Das schaffe ich so. Okay. Okay, das Publikum hat entschieden, dass die Lieblingsbar der Hannoveraner das Oscars ist. Herzlichen Glückwunsch. Wir gehen ab. So, wir haben den ersten Gewinner und er kommt auf die Bühne. Es ist der liebe Celik und ich glaube, Maike Kinke kommt mit dazu. Und hier gibt's die Preise. Kommt bitte rauf, Johanna bringt den Pokal und Janine, unsere Ex-Miss NP, hat die 3-Liter-Flasche Gilde. So, herzlichen Glückwunsch von mir zunächst einmal. Moin, so. Wir machen gleich noch ein Foto mit dem Sponsor natürlich. Und jetzt sprechen wir einmal ganz kurz. Lasst mich in die Mitte, Herr Celik. Bar des Jahres, wie klingt der Titel in Ihren Ohren? Herrlich, ganz herrlich, wirklich ganz herrlich. Ich freue mich richtig. Ich freue mich wirklich sehr. Ich kann mich immer nur bei unseren Gästen bedanken. Und ja, wunderbar. Ich bin ein wenig sprachlos, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. 1987 hat das Oscars eröffnet, haben Sie mal gerade gesagt. Sie haben es selber mit Thomas Fischer 2007 übernommen. Das heißt, das gibt es auch unter Ihrer Ägide schon 15 Jahre und sonst 35. Was ist das Erfolgsgeheimnis dieses langen Lebens? Also es ist grundsätzlich so, dass wir immer so versuchen, unsere Gäste glücklich zu machen, uns selber glücklich zu machen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Wir sind stets bemüht für die Gäste und stets bemüht um uns. Stets bemüht. Sie fliegen in den Urlaub nach Neuseeland und treffen da jemanden, der fragt, was machst du beruflich? Und Sie sagen, ich bin in einer Bar tätig. Erzählen Sie mal ganz kurz diesem Neuseeländer, was macht das Oscars aus? Das Oscars ist einfach eine Bar, die Qualität und Spaß verbindet, würde ich sagen. Wir achten immer drauf, dass alle irgendwie zufrieden sind, dass wir schöne Drinks ausgeben, dass wir alle zusammen Spaß haben und eine tolle Nacht verbringen. Mensch, ich war da tatsächlich als Student schon das erste Mal. Das ist wirklich irre. Sie haben über 250 verschiedene Whisky-Sorten im Sortiment. Wie viele von denen haben Sie schon selber gekostet und wie viele würden Sie in einer Blindverkostung erkennen? Das Wichtigste ist, hört das meine Frau, dann würde ich jetzt sagen, ich trinke nicht bei der Arbeit, grundsätzlich. Nee, kann ja auch nach der Arbeit sein. Ich habe schon einige probiert, muss ich ehrlich gestehen, ja. Es ist ganz wichtig, dass man weiß, was man verkauft und was man da hat. Ja. Verraten Sie uns mal Ihren Lieblingscocktail und sagen Sie uns, ob Sie den selbst mixen können. Mein Lieblingscocktail ist tatsächlich ein Aperol Sauer.
gar nicht mal so spannend, aber ja, kann ich selber zubereiten, ist auch relativ simpel von den Zutaten, aber natürlich gehört da immer noch ein bisschen der Pfiff und die Liebe dazu und genau. Was ist der Verkaufsschlager? Whisky Sour. Tatsächlich, okay. Also das Einfache ist manchmal das Gute und nicht das mit 35 Zutaten. Jetzt muss man natürlich noch einen Satz zum Team sagen, denn Sie stehen jetzt hier beide sicherlich stellvertretend für alle. Warum habt ihr das geilste Team der Stadt? Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben grundsätzlich erstmal die nettesten und die wirklich die besten Gäste. Ich habe durchweg gute Erfahrungen mit den Gästen und unser Team ist familiär, will ich es gar nicht sagen. Es ist eher so wirklich wie Freunde. Man ist ganz eng beieinander. Man trägt das alles gemeinsam und ja, das ist es eigentlich. Ne? Es ist, sind menschliche Punkte, die das alles tragen und eine Bar, ja. Und heute wird ein bisschen gefeiert? Auf jeden Fall. Die Bar des Jahres ist das Oscars in der Georgstraße. Herzlichen Glückwunsch Ihnen allen. Nehmen Sie den Preis auf jeden Fall mit nach Haus. So, ich würde Herrn Gärtner gerne noch einmal auf die Bühne bitten zu einem Foto mit den beiden Preisträgern. Herr Gärtner, kommen Sie einfach mit dazu. Stellen Sie sich an die Seite hier, damit wir das auf jeden Fall auch noch mal dokumentiert haben. Die 3-Liter-Flasche ist von ihm. Mike Gärtner ist der Sponsor dieser Kategorie und wir gratulieren nochmal ganz herzlich. Und Josina kommt auf die Bühne und sagt uns, welcher erste Künstler oder welche erste Künstlerin jetzt für uns performen werden. Es ist eine wunderschöne Sängerin mit einer großen Richtig. Ausstrahlung. Die einzige Person, die heute hier und auf der anderen Bühne performt. Ganz genau. Und ich denke, nach der Aufregung haben wir uns alle mal etwas Entspannung genießen, zurücklehnen verdient. Und das passiert ganz automatisch, wenn ihre engelsgleiche Stimme ertönt. Die Sängerin stand bereits mit Michael Bublé und Sarah Connor auf der Bühne, trat beim ESC-Vorentscheid an, hat bei der TV-Casting-Show X-Factor den 3. Platz belegt und trat bereits bei TV Total und der RTL-Chartshow auf. Später heizt sie die Aftershow-Party mit DJ Aiello, Sophie Moser und 90er-Hits ein, aber jetzt zeigt sie uns erstmal ihre eigenen deutschsprachigen Songs. Im Dezember hat sie ihren Song Weit weg veröffentlicht. Erst vergangenen Monat kam Dann laufe ich raus. Viel Spaß mit Nika. Ich konnte nicht mehr warten. Ich wollte nicht mehr stehen. Ich konnte einfach nicht warten. Ich musste endlich gehen. Ich will nichts mehr fühlen. Da ist nur Leere in mir. Weder Kraft noch Geduld. Der Horizont nimmt mich tief. Ich muss sie einfach weg. Darum lauf ich. Ich muss sie einfach weg. Darum lauf ich. Ich muss sie einfach weg. Ich muss sie einfach weg.
Dass ich laufe, macht mich frei. Das Gesagte ist gesagt. Das Getane längst vorbei. Darum lauf ich. Darum lauf ich. Yeah, yeah, yeah. Darum lauf ich. Hey. Darum lauf ich. Yeah. Darum lauf ich. Ich muss sie einfach weg. Darum lauf ich. Ich muss sie einfach weg. Oh, oh, oh. Darum lauf ich. Ich muss sie einfach weg. Darum lauf ich. Darum lauf ich. Dankeschön. Guten Abend, Hannover. Vielen lieben Dank. Langsam mach jetzt, sei so jetzt gleich. Geh ran. Jetzt nicht wieder zu viel. Leise, träum nicht, bleib hier. Sei so jetzt gleich. Geh ran. Was wir auch tun, Baby. Wohin wir auch gehen, Baby. Wir sind hier oben, lassen uns tragen. Wir sind weit, weit weg vom Boden. Was wir auch tun, Baby. Wohin wir auch gehen, Baby. Wir sind hier oben, lassen uns tragen. Wir sind weit, 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 weit weg vom Boden. Yeah. Langsam mach jetzt, sei so jetzt gleich, geh ran. Wieder zu viel, sei so, geh ran. Was wir auch tun, Baby, wohin wir auch gehen, Baby. Wir sind hier oben, lassen uns tragen. Wir sind weit, weit weg vom Boden. Was wir auch tun, we'll be right back.
Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir sehen uns später auf der anderen Bühne bei der Party. Bis gleich. Danke, Nika. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe jetzt bei Nika so richtig Vorfreude auf die Aftershow-Party gleich mit ihr bekommen. Aber vorher haben wir noch einige Sieger zu küren. Denn neben 10 nominierten Bars und 10 nominierten Restaurants haben wir auch noch 3 nominierte Gasthäuser, die unsere Fachjury für den Jurypreis nominiert hat. Und der wird präsentiert von der 42 GmbH. Begrüßen Sie mit mir die 42 Marketingleiterin Maren Carina Weber. Hallo Frau Weber. Hallo Frau Kels. Ich tippe mal, als Marketingleiterin der 42 GmbH können Sie bestens erklären, was 42 macht und was das mit Gastronomie zu tun hat. Ja, das hoffe ich doch. Also erstmal herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute an dieser Veranstaltung teilnehmen dürfen. Die 42 ist Gastronomie-Dienstleister. Wir sind IT-Dienstleister für die Gastronomie und Hotellerie und freuen uns natürlich sehr, dass wir gerade heute in diesem Rahmen dabei sein dürfen. Die 42 ist schon seit über 20 Jahren hier am Standort Hannover tätig und wir verkaufen Kassensysteme, Hotelsoftware, computergesteuerte Schankanlagen, Zahlungsdienstleistungen, also einmal alles für die Gastro- und Hotellerie. Und jetzt kommen wir mal zu den etwas mathematischen Firmen mit Namen 42. Ist das die Glückszahl Ihres Chefs? Ja, natürlich nicht nur die des Chefs, sondern auch die aller Mitarbeiter. Sie können sich vorstellen, wir sind total irre mit dieser Zahl. Kaum entdeckt ein Mitarbeiter bei uns die 42, wird es abfotografiert und wir haben einen großen Pool an verschiedenen Fotos dafür. Also wenn Sie heute hier die 42 irgendwo sehen, bitte fotografieren Sie es und schicken Sie es uns. Wir freuen uns drüber. Aber eigentlich kommt die Zahl natürlich woanders her. Und zwar gibt es den Roman Per Anhalter durch die Galaxis. Und dort gibt es die Frage nach dem Sinn des Lebens und die Antwort ist 42. Und wir haben für uns festgestellt, wir sind die Antwort auf alle IT-Fragen, deswegen 42 GmbH. Okay, Herr Anhalter durch die Galaxie, richtig? Ich glaube, das ist noch ein bisschen vor meiner Zeit erschienen. Ich glaube, das muss ich mir mal anschauen. Als Restaurantgast bekommt man von der IT in einem Restaurant ja nicht so viel mit, allenfalls das EC-Kartengerät oder bestenfalls ein Online-Reserviersystem. Aber ich tippe mal, da gibt es noch sehr viel mehr IT, als wir als Gast erahnen, oder? Ja, das ist natürlich so. Sie sehen als Gast natürlich immer vielleicht die Kasse oder Sie haben im Internet Ihren Tisch reserviert. Das ist das, was Sie aus Gastsicht sehen. Und wofür wir sorgen, ist eigentlich, dass alles reibungslos funktioniert. Unsere Kunden wollen natürlich für ihre Gäste da sein und möchten, dass alles reibungslos funktioniert. Und wir sorgen dafür im Hintergrund, dass das Kassensystem gut läuft, dass das Tischreservierungssystem angebunden ist, dass die Schankanlage gut funktioniert. Und der Schlüssel dabei ist, dass alle Systeme gut miteinander vernetzt sind und entsprechend eben auch beispielsweise gute Kennzahlen für den Gastronomen liefern. Es steckt also noch viel mehr dahinter, als wir erahnen können. Danke, Frau Weber, für diesen kleinen IT-Exkurs. Nochmal bitte einen großen Applaus für die Marketingleiterin der 42 GmbH. Dankeschön. Vielen Dank. Sie können jetzt vorne ab. Ja, unsere Fachjury hat 3 Gasthäuser in der Region nominiert. Unser Videojournalist Clemens Heidrich hat sie alle besucht und das tun wir jetzt auch mal kurz. Film ab. Hallo, wir sind Claudia und Hinrich Schulze vom Gasthaus Lege in Burgwedel-Tönse. Was macht unser Restaurant so besonders? Eigentlich müssten wir ja da unsere Gäste fragen. Wir würden sagen, unsere Herzlichkeit, unsere Liebe zum Beruf, unsere Freude, jeden Tag Gäste zu verwöhnen und natürlich ganz besonders unsere wirklich frische, kreative Küche. Und dass wir seit über 30 Jahren Spaß an der Arbeit haben. Wir sind ein kleiner Teil der Familie Müller, die bereits seit 300 Jahren hier in Göxer Gastronomie betreiben. Wir leben Gastfreundschaft. Unsere Mitarbeiter sind keine Kellner, sondern Geschmacksträger und unsere Köche sind unsere Familie. Die Azubis, die wir ausgebildet haben, tragen unsere Visionen in die Welt. Hallo,
Ich bin Jan vom Restaurant Heinrichs im wunderschönen Isernhagen. Das Restaurant Heinrichs steht für eine frische, regionale und saisonale Küche. Wir beziehen unsere Produkte von Partnern hier aus dem Ort. Wir haben einen tollen Biobauern, von dem wir unsere Kartoffeln bekommen. Wir haben Eier von freilaufenden Hühnern. Das Wild kommt von Jägern aus der Region. Unsere Gäste sollen die Möglichkeit bekommen, für ein paar Stunden den Alltag zu vergessen. Darum kümmert sich unser sehr herzlicher und freundlicher Service. Ich bin total stolz darauf, dass wir es geschafft haben, zu den 3 besten Restaurants in der Region Hannover zu gehören. Vielen Dank. Die nächste Entscheidung naht und ich hole mir jetzt einen Mann auf die Bühne, der in einem Hotelbetrieb aufgewachsen ist, gelernter Restaurantfachmann ist, Kochbuchautor und ein profilierter Gastrojournalist. Wen er lobt, der hat einen Ritterschlag erhalten und kann sich auf gute Geschäfte freuen. Er sitzt nicht nur in der Jury, er hat sie selbst zusammengestellt. Bühne frei für den Herzkritiker Hannes Finkbeiner. Drei Gasthäuser, eines gewinnt gleich den Jurypreis. Dieses Jahr stand die Qualität des Handwerks im Fokus mitunter. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich freue mich auf die nächsten Minuten und Sie erlauben mir, dass ich noch so ein paar Worte dazu sage. Ich würde es ehrlicherweise auch gar nicht wagen, vor Sie als Fachpublikum hinzustehen, ohne mich ohne sowas ordentlich zu begründen oder mich nur ordentlich darauf vorzubereiten. Wobei ich in diesem Jahr auch ehrlicherweise gemerkt habe, dass ich mich ab einem gewissen Zeitpunkt dieser Ansprache am Rechner schrecklich anfange, mich aufzuregen. Das war auch relativ weit am Anfang der Ansprache, genau genommen jetzt, weil es ist schlicht und ergreifend so, wenn man was über die Qualität des Handwerks in der Gastronomie sagen will, dann kommt man heute eigentlich nicht mehr umhin, auch etwas über Fertigprodukte zu erzählen. Ich habe Ihnen deswegen auch mal, um das zu verdeutlichen, einfach in den letzten paar Wochen so ein paar Schlagzeilen gesammelt, die mir in der Fachpresse ins Auge gesprungen sind. Die würde ich gern einmal vorlesen. Früher hat der Chef sein Personal ausgesucht, heute seinen Convenience-Hersteller. In der Krise auf Nummer sicher, in unsteter Corona-Zeit hat High Convenience einen anderen Stellenwert bekommen. Oder das gefällt mir besonders gut. Handmade-Optik ist ein Riesenthema. Jetzt bin ich natürlich nicht so naiv zu glauben, dass es heutzutage auch ohne Fertigware ginge. Das ist ja auch immer so, ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie definiere ich eigentlich Fertigware? Persönlich gefällt das Schweizer System relativ gut. Das ist, sieht eine Nummerierung vor von 0 bis 6, wobei 0 eben bedeutet, das ist wirklich ein Urprodukt und 6 ist dann der Schnitzel-Mikrowellen-Ekel-Bausatz für die Mikrowelle. Keine Sorge, ich drifte gerade nicht heillos ab, das führt alles wohin. Aber lassen Sie uns doch vielleicht einmal ganz kurz exemplarisch, lassen Sie uns einmal was ganz Simples machen, wie ein Zürcher Geschnetzeltes. Das machen wir zusammen mit dem Gedankenexperiment und das machen wir mit der Convenience-Stufe 0. Da fahren wir erstmal auf den nächsten Viehbetrieb, schlachten lustig ein Kalb, das beinen wir dann aus und während das Fleisch abhängt, haben wir die Zeit, da fliegen wir dann in den Himalaya, klopfen ein bisschen Salz aus dem Bergwerk, es gibt natürlich auch hier Salz, das ist keine Frage, aber das hat den Vorteil, da können wir auf dem Rückweg noch über in Indien zwischenlanden und ein bisschen Pfeffer vom Strauch pflücken. Zurück gehen wir auf den Milchviehbetrieb. Dort schlagen wir die Milch zu Butter und Sahne und ich erspare uns jetzt den Gang in den Weinberg. Ich erspare uns jetzt auch den Gang aufs Zwiebelfeld. Es geht heute nicht ohne Fertigprodukte. Und wenn wir jetzt gleich im Kontext des Jurypreises auch von einer frischen Küche sprechen, von Qualität des Handwerks, dann meint es natürlich, dass der Koch auch Butter benutzen darf und es meint natürlich, dass die Köchin zum Wein greifen kann, aber wir reden eben auch von dem Gegenteil, das in der Gastronomie sich verbreitet hat und auf den Tisch kommt und auch das habe ich Ihnen mitgebracht.
Wir reden von Geschmackssensationen, von Instagrammable Fingerfood. Da wäre sie wieder die Handmade-Optik. Wir reden von backofenfertigen Mini-Wraps, fertig gefüllt mit Rührei, Käse und sonnengetrockneten Tomaten. Wir reden von einer Industrie, die sich auch gerade in einer extrem schwierigen Zeit für die Gastronomie und keine Sorge, ich mache jetzt nicht noch das Thema mit dem Personalmangel auf. Wir reden von einer Industrie, die sich in einer extrem schwierigen Zeit als Freund und Helfer positioniert, aber im Großen und Ganzen sich die Taschen voll macht. Und wir reden von Gastronomen, die kämpfen müssen. Das Wort habe ich an der Stelle eigentlich auch meines Erachtens richtig gewählt. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Wenn man eine frische Küche servieren will, wenn man die Qualität des Handwerks hochhalten möchte. Und ich bin unheimlich glücklich, dass wir deswegen 3 Betriebe, Gasthäuser nominieren durften, die das tagtäglich tun. Ich war in den 3 Gasthäusern natürlich nicht alleine essen. Ich war dort mit Norbert Schuh, Eckhard Reimann und Dieter Biesler. Sie erlauben mir, dass ich an der Stelle einfach ein saloppes Dankeschön von der Bühne rufe und gleich im Anschluss dazu noch was Ausführlicheres sage. Wir waren im Gasthaus Lege, wir waren im Restaurant Heinrichs, wir waren im Gasthaus Müller und es sind es natürlich auch unterschiedliche, sehr unterschiedliche Gasthäuser von der Stilistik, aber ich glaube, die Qualität des Handwerks unter dem Brennglas betrachtet wird es doch auch vergleichbar ein Stück weit und man hat eigentlich dann auch schon gemerkt, so in unseren Gesprächen am Tisch, wie schwer das eigentlich ist, wie nicht so ganz bei der Abstimmung dann, die ist ja anonym abgelaufen. Wir saßen dann in trauter Runde und jeder hat Punkte vergeben, 10 Punkte, wie ähnlich der HAZ-Kostprobe, einfach ein bisschen differenzierter in den Kategorien. Und eher so in den Gesprächen hat man gemerkt, das ist am Ende wie so ein, ja, ich dachte dann immer so, das ist wie so ein Sprinter, der mit 0,1 Sekunden schneller über die Ziellinie rennt. Da weiß man dann am Ende auch nicht so richtig, hat der jetzt nur seine Schnürsenkel an dem Tag richtig gebunden oder war der wirklich schneller? Und ja, es war uns, glaube ich, auch wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu sagen, weil gleich geht das Scheinwerferlicht an über dem Gewinner. Und es geht, glaube ich, nicht nur darum. Es geht auch darum, einmal das Scheinwerferlicht über 3 Betrieben anzumachen, die trotz widriger Umstände, wie ganz viele andere Betriebe in und um Hannover es in den letzten Jahren geschafft haben und immer noch schaffen, die es trotz widriger Umstände schaffen, die Gastronomie der Qualität, die Qualität der Gastronomie hochzuhalten. Und ich glaube, gerade auch das wird heute Abend im Jurypreis ausgezeichnet. Jetzt wird es spannend. Ich brauche den Umschlag. Ja, das brauchst du gleich nochmal. Gewonnen hat das Gasthaus Lege. So, zu uns kommen Claudia und Hinrich Schulze. Der erste Glückwunsch gebührt natürlich dem Chef der Jury. So, jetzt gibt es die Preise von der Seite von Kim und Johanna. Und ich gehe mal zwischen die beiden strahlenden Gewinner, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich glaube, der Applaus könnte noch mal ein bisschen laut ausfallen. Das Gasthaus Lege hat gewonnen. Ja. Hinrich, wenn Gastrolegenden in der Jury sitzen und man dann den Preis gewinnt, macht das den Preis noch mal etwas wertvoller? Ja, natürlich. Jeder Preis ist wertvoll. Aber es gibt Dinge, die behält man einfach im Herzen und freut sich extra darüber. Ja, das stimmt. Wie geht's Ihnen gerade? Sehr gut. Rechnet man damit? Haben Sie damit gerechnet oder haben Sie es nur gehofft? Wir haben einfach uns unglaublich gefreut auf den Abend heute und genießen es so richtig.
auf Ihrer Homepage steht auf der Startseite, dass Sie fast ein Dutzend Ziele definiert haben. Da ist dabei, Produkt aus der Region ist Ihnen wichtig, neue Ideen ist Ihnen wichtig, aber gleichzeitig Tradition bewahren. Wie überprüfen Sie, ob Sie Ihre Ziele auch erreichen und daran weiterarbeiten? Na, einmal am Zuspruch der Gäste oder an der Reaktion der Gäste. Ganz viele kommen zu uns, weil sie halt wissen, dass sie immer gute, frische Küche kriegen und besondere Sachen einfach. Sind die meisten Ihrer Gäste Stammgäste oder gibt es auch viel Laufkundschaft? Ja, sehr. Ja? Also ungefähr 90%. Und da gibt es eine gewisse Verbundenheit? Ja, sehr. Über viele, viele Jahre. Ich muss Ihnen noch mal was vorlesen, was ich bei Ihnen gefunden habe, was ich ganz spannend finde. Denn Sie zitieren gerne die Schriftstellerin Virginia Woolf, die gesagt hat, man kann nicht gut denken, gut lieben und gut schlafen, wenn man nicht gut gegessen hat. Und jetzt habe ich in einer Statistik gelesen, dass die Deutschen im europäischen Vergleich sehr wenig Geld für Lebensmittel und für Essen ausgeben. Sollte diese Priorität nicht noch ein bisschen höher liegen? Ja, es ist leider so. Und wir versuchen, das ein bisschen zu ändern. In kleinen Schieben. In unserem kleinen Beitrag für die Gastronomie, genau. Jetzt haben Sie im nächsten Jahr ein besonderes Jubiläum vor sich. 30 und können Jahre. 30 Jahre. 30 Jahre, ja. Und verraten uns bitte mal, was Ihre Gäste 2024 vom Gasthaus Lege im Jubiläumsjahr erwarten können. Gutes Essen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wo wir nominiert worden sind, jetzt ist es wahrscheinlich vorbei mit dem Geheimtipp-Status, aber ja, das, schauen wir mal. Das fürchte ich auch, muss ich sagen. Jetzt sind Sie knapp über 30, aber wie lange trauen Sie sich zu, das noch zu machen, so lange wie es geht, so lange wie Sie wünschen? Oder ist die Nachfolgefrage irgendwann schon geklärt? Das ist aber sehr charmant von Ihnen, dass Sie sagen, ich bin jetzt knapp über 30. Nein, wir sind 30 Jahre dabei, ja. Wir machen es so lange, wie es uns Freude macht. Und noch macht es Freude? Sehr viel. Dann würde ich sagen, nochmal einen dicken Applaus und herzlichen Glückwunsch. Das Gasthaus Lege hat den Jurypreis gewonnen. Und ich bitte Frau Weber nochmal auf die Bühne, unsere Sponsorin für diesen Preis, damit wir noch ein schönes gemeinsames Foto machen können. Alle gemeinsam, genau eingerahmt hier. Frau Weber, kommt bitte nochmal zu uns. So, kann nochmal persönlich gratulieren natürlich auch. Das sind die Gewinne Ihres Preises. Wir schauen einfach mal in die Kamera. Dauerlächeln. Du machst. Dankeschön, Dankeschön, Frau Weber, auch noch einmal auf der Bühne. Sie gratuliert jetzt und der Hannes, der stellt uns jetzt die Jury noch ein bisschen genauer vor, Hannes, denn du hast ja drei ganz besondere Menschen ausgewählt, in der Jury zu sitzen. Ja, meine Damen und Herren, diejenigen, die einmal einen Tag in der Gastronomie mitgemacht haben, die, glaube ich, verstehen relativ intuitiv, was es bedeutet, nicht 3, 4 oder 5 Jahre diesen Beruf auszuüben, sondern 3, 4, 5 Jahrzehnte oder länger. Lieber Herr Biesler, lieber Herr Schuh, lieber Herr Reimann, ich glaube, man kann da auch gar nicht mehr von Beruf sprechen. Ich glaube, es ist eher Berufung, ist der richtige Ausdruck. Als ich vor über 20 Jahren nach Hannover kam, da stand natürlich irgendwann auch die Frage im Raum, wo kann man in diesem Dorf eigentlich gut essen? Und da gab es im Grunde drei Adressen. Da gab es die Insel vom Ehepaar Schuh, da gab es das Klischee von Eckhard Reimann und da gab es die Weinstube von Dieter Biesler. Und das Nähkästchen-Plauderei. Ich bin in einem kleinen Hotel im Schwarzwald aufgewachsen, nicht die Traube. Und ich kannte Dieter Biesler schon, bevor ich nach Hannover kam. Da stand nämlich Mitte der 90er schon das Soßenkochbuch am Küchenpass. Ich war ein bisschen aufgeregt, zumindest bei unserem ersten Juryessen. Und ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass geht es um gastronomische Qualität, die in den letzten Jahrzehnten die Messlatte in Hannover gesetzt haben. Und ich glaube, ich kann mit Fug und jetzt ganz salopp gesprochen, Hannover hat aufgrund ihrer Arbeit in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr gut gegessen.
Also, Sie merken das natürlich schon an der Ich erzähle hier jetzt natürlich nichts Neues. Da sitzt jetzt niemand im Publikum und sagt, was, im Klischee konnte man gut essen, das wusste ich ja gar nicht. Das weiß hier jeder. Uns war es nur wichtig, das einmal heute Abend öffentlich auf der Bühne zu sagen, Ihnen Danke zu sagen für Ihre Arbeit und in diesem Atemzug natürlich auch Danke für Ihre Tätigkeit in der Jury. Das war absolut keine Selbstverständlichkeit und ich kann es Ihnen nicht ersparen. Hätten Sie die Güte, einmal zu mir auf die Bühne zu kommen? Ja, wir wollten Sie jetzt nicht mit leeren Händen nach Hause schicken und haben dann überlegt, was kann man denn eigentlich Ihnen an die Hand geben. Ich hätte Ihnen keinen Wein aussuchen wollen, Herr Schulz. Und ich glaube, mit einem Pokal, der verstaubt, hätte man Sie auch nicht wirklich glücklich machen können. Wir haben Eckhard Witzigmann angerufen und wir haben ihn gebeten, ihm sein letztes Buch Ihnen zu signieren, eine Widmung reinzuschreiben. Ich darf Ihnen an dieser Stelle auch herzliche Grüße ausrichten. Die Bücher kommen sofort. Meine Damen und Herren, Eckhard Reimann, Dieter Biesler, Norbert Schuh. Vielen Dank Ihnen. Also es war wirklich eine große Freude, auch mal die Seite des Kritikers kennenzulernen. Und es hat uns dreien wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben uns auch zurückgehalten beim Trinken, damit wir das noch alles so gut beurteilen konnten. Und es war also wirklich, es waren zwei sehr, sehr schöne Tage. Und die Nicht-Gewinner sollen nicht sauer sein, weil sie waren auch gut. Aber bei dreien gibt es immer einen, der Beste ist. Das ist so. Das ist beim Sport so, das ist überall. Und wir schätzen die anderen Kollegen natürlich auch alle, auch die hier nicht auf der Bühne stehen. Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Danke Ihnen. Danke. Dann ist ja okay. Wer nimmt das Mikro? Nimmst du das Mikro, Danne? So. Dankeschön an die Jury, an Hannes Fickbein auch nochmal. Herzlichen Glückwunsch im Gasthaus Ligge. So, meine Damen und Herren, wir machen weiter mit einer künstlerischen Darbietung, die jetzt hier parallel aufgebaut wird. Volle Frauenpower ist im GOP. Nadine Matzert ist die immer noch neue Direktorin. Katrin Battermann ist die ganz neue Marketingleiterin. Und dieses Frauen-Power-Duo schickt uns ein männliches Duo auf die Bühne aus der neuen Show Neo, die am letzten Mittwoch Premiere hat, dann noch bis zum 30. April läuft. Das Italo-Briten-Duo Dario und Michael Toni. Die beiden sind Weltklasse in einer Disziplin, die sich aus der griechischen Sagenwelt ableitet, die ikarischen Spiele, das ist Jonglage, aber nicht mit Orangen oder Keulen, sondern mit Menschen. Einer liegt unten, der andere wird darauf balanciert. Das ist Weltklasse, das begeisterte Millionen beim Supertalent in Großbritannien von der GOP-Bühne in die alte Druckerei. Hier sind die Toni Brothers. Viel Vergnügen.
Ja, wow, das war ja teilweise ein bisschen eng hier oben. Zum Glück sind die beiden Profis. Ich frage mich, wie viel die beiden futtern müssen, um so viel Power zu haben. Aber ich bin mir sicher, in unseren 10 nominierten Restaurants gibt es auf jeden Fall genug Kraftfutter. Und da das Auge mit ist, wie wir gerade gesehen haben, schauen wir uns die 10 nominierten Restaurants doch nochmal an. Film ab. Hallo Freunde, wir sind Sultan Palace. Wir brauchen eure Unterstützung bei dem Wein. Stimmt für uns ab. Hallo, mein Name ist Christoph Servas und ich bin sehr stolz darauf, nominiert worden zu sein als eines der besten Restaurants Hannovers und ich wollte euch gerne mein Palladio vorstellen. Wir stehen für Kreativität, Innovation, Tradition, Vielfalt, Zukunft. Wir sind das Tropeano di Vino. Danke für die Nominierung und wir freuen uns auf Ihre Stimme. Hey, das sind Mama Ida und Papa Patrick. Und seit 2 Jahren bringen sie uns die Hongkong-asiatische Küche näher. In Mamas Kitchen in der Nordstadt kochen sie für euch traditionelle Gerichte. Dazu gibt es zum Teemeister Patrick persönlich leckeren Tee aus Taiwan. Und wir sind alle von zurück zum Glück aus dem Zofel, das es seit 13 Jahren als Bio-Restaurant gibt. Und warum ihr für uns abstimmen solltet, ist, weil wir gewinnen wollen. Hi, ich bin Sarah. Ich bin Giorgio. Und wir sind Lapelle di Vino. Warum sollen Sie für uns wählen? Weil wir bieten Wein, Amore und Passione. Lapelle di Vino ist italienische. Italienische ohne Kompromisse. Wir sind das Restaurant Rüpel. Ja, ansonsten sehen wir uns am 6.3. und freuen uns, wenn ihr mit uns feiert. Schönen guten Tag, mein Name ist Johannes Lübern vom Restaurant Chance im Leinerschloss. Wir freuen uns über die Nominierung 2023 Bestes Restaurant und wollen das Ding gewinnen. Votet für uns! Votet für uns! Moin! Wir sind das Restaurant The White Duck aus Hannover. Wir würden uns über jede Stimme freuen. Dementsprechend votet für das White Duck Team. Vielen Dank. Schön wild bleiben. Ha, Sie haben es gehört, immer schön wild bleiben. Das sind die 10 besten Restaurants unserer Stadt. Nochmal einen Applaus bitte. Und wer von Ihnen den ersten Platz erkocht hat, das verrät Ihnen unser Sponsor EMS, den Event Meat Service. Begrüßen Sie mit mir EMS-Geschäftsführer Hendrik Seigwasser. Hallo Herr Seigwasser. Hallo, guten Abend. Herr Seigwasser, EMS hat ja die Nacht der Gastronomie ausgestattet. Das bedeutet, unsere Gäste trinken gerade aus ihren Gläsern und essen von ihren Tellern. Wie viel Geschirr mussten Sie denn hier heute nach Bemerode bringen? Ja, es hat einen Applaus verdient. Dankeschön, dankeschön. Ja, Geschirr so einiges. Die einzelnen Teile habe ich jetzt nicht gezählt. Aber in Summe ist es tatsächlich schon eine ganze Menge Material, was wir hier wieder herfahren durften, mussten. Tische, Stühle, das fängt an der Garderobe an, geht über die Teller, das Besteck, die Gläser. Das ist schon eine ganze Menge. Also wir haben das zusammengerechnet, 30.000 Kilo haben wir hierher gefahren, 20 LKW-Ladungen, wenn man das umrechnet. Aber es ist unser tägliches Brot. Unser Team macht das ständig für die Gastronomie, für die Caterer in Hannover. Wir sind das gewohnt. Gut, dass es sie gibt, weil so viel Geschirr hat Matzak dann doch nicht. Die Gäste sehen es ja nicht, aber hinter unserer Bühne haben wir einen riesigen Küchenbereich aufgebaut, wo Köche rund 703 Gänge-Menüs zubereiten für Sie. Und EMS hat auch diesen Bereich ausgestattet. Welche Dimensionen hat eine Küche für so ein Event? Ja, hier tatsächlich eine recht große. Hier haben die Köche einfach das Riesenglück, Platz zu haben. Deswegen konnten wir auch relativ viel Technik liefern. Wir haben mehrere Konvektomaten, Wärmebrücken und so weiter angeliefert. Ich habe den Stromverbrauch mal zusammengerechnet. Dem Marcel ist da schon ganz schlecht geworden im Vorfeld. Wir kommen da auf 10 Einfamilienhäuser, die wir heute in Anspruch nehmen. Wow. Das ist aber halt nicht immer so. Also das ist auch mein großer Dank, der rausgeht an die ganzen Köche, an die ganzen Gastronomen, an die ganzen Servicekräfte. Hier recht luxuriös, viel Platz, meistens beengt, improvisiert,
Ich glaube, jeder Einzelne, der hier sitzt, kennt das. Und ja, großen Dank dafür, dass Sie das immer so in Kauf nehmen, weil am Ende sind es die Caterer, sind es die Gastronomen, die unsere Produkte zum Leben erwecken. Wir liefern nur den nackten Tisch und den leeren Teller. All das wäre ohne Sie alle nichts wert. Dafür vielen Dank. Ja, Sie gehören ja mit EMS schon zum Inventar der Nacht der Gastronomie. Zum wievielten Mal sind Sie dabei? Ich glaube, Sie sind schon auf jeden Fall öfter dabei gewesen als ich. Ja, ich musste nachschauen. Ich wusste es selber nicht mehr. Aber tatsächlich, Event Meet Surfer ist Partner dieser Veranstaltung seit jetzt 14 Jahren. Also seit 14 Jahren statten wir die Veranstaltung aus, sind wir Partner im Hannover Kongresszentrum gewesen, jetzt hier. Das machen wir einfach, weil wir... Ja, wir verstehen uns als der Dienstleister für die Gastronomie in Hannover, in Niedersachsen und auch über die Grenzen darüber hinaus. Und deswegen freue ich mich, dass wir auch jetzt hier wieder dabei sein dürfen. Nach 3 Jahren Pause wieder ein Neustart in einer neuen Location unter alter Leitung, aber mit vielen frischen Ideen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Matzak dafür, dass wieder auch in uns Vertrauen geschenkt wurde und wir wieder dabei sein dürfen. Vielen Dank. Danke auch an Sie, Herr Seigwasser. Ja, wir sind dem Siegername schon ganz nah. Er steht nämlich in diesem Umschlag, aber den öffnen wir jetzt noch nicht. Denn erstmal wollen wir wissen, welche Restaurants es überhaupt in die Top 3 geschafft haben und sich jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Film ab. Wir sehen. Hallo, mein Name ist Christos Zervas vom Restaurant Palladion. Das Palladion hat es in den letzten fast 40 Jahren immer wieder geschafft, sich neu zu erfinden und damit immer den Nerv der Zeit getroffen. Unser Slogan ist der innovative Grieche und das leben wir auch. Bei uns bekommt ihr Spezialitäten wie Zicklein, Fisch aus Wildfang, aber auch Gerichte aus überlieferten Rezepten vom antiken Griechenland. Und im Sommer bringen wir euch Griechenland ein Stück näher auf unserer tollen Sommerterrasse. Hallo Freunde, ich bin Bünyamin Agibasa. Restaurant Sultan Palace. Unser osmanisches Restaurant, erste und einzige seiner Art in Deutschland. Hier können Sie Vielfalt der osmanischen und türkischen Küche genießen. Unser Motto ist Fremdkommen als Freund gehen. Hallo, wir sind Sonja und Julia vom Zurück zum Glück. Uns gibt es seit 14 Jahren im hannoverschen Zooviertel und seit dem ersten Tag legen wir für euch und für uns Wert auf Regionalität, Saisonalität und das Ganze von Anfang an in Bioqualität. Wir machen von Tag 1 das, worauf wir Lust haben und unser riesengroßes Glück ist, dass auch ihr da Lust drauf habt. Zum Beispiel unser ganztägiges Frühstück, unser Breakfast Club, der bietet euch von morgens um 10 ein vielfältiges Frühstück und es ist total egal, ob ihr irgendwie am Nachmittag um 15:30 noch mal Lust habt zu frühstücken oder eben dann aus Kaffee und Kuchen aussucht oder aus unserem vielfältigen warme Küche-Angebot. Wir freuen uns auf euren nächsten Besuch. Danke an der Stelle auch nochmal an unseren Videojournalisten Clemens Heidrich, der innerhalb von einer Woche all diese Videos drehen musste, weil erst seit einer Woche wissen wir überhaupt, wer in die Top 3 gekommen ist. Also auch nochmal danke, Clemens. Und jetzt, ich weiß, Sie sind schon ganz ungeduldig und wollen unbedingt sagen, wer heute Gastrogold verliehen bekommt. Wer ist es? Das beste Restaurant 2023. Ist das Palladion. Da ist ein Fanclub dabei. Das Palladion gewinnt. Und Christos Zervas kommt auf die Bühne. Er küsst noch seine Maria. Und dann kommt er zu uns. Der Inhaber in zweiter Generation bringt seine Maria mit nach oben. Und wir machen das Siegerfoto. Und die ganze Mannschaft kommt mit. Okay. Die helle Freude, meine Damen und Herren. So, kommt alle hier in die Mitte, machen wir ein schönes Foto gemeinsam mit allen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
So, Sponsor in die Mitte. Ja. Die beiden Inhaber und die kleine Welle. Das ist das Restaurant des Jahres. Herr Sackwasser, herzlichen Dank. Danke. Dankeschön. So. Und jetzt müssen wir kurz reden, Freunde. 15 Sekunden Pause. Wo ist Maria? Da ist Maria. Ich stelle mich in die Mitte. Maria links. Christos. Restaurant des Jahres. Kann ein Jahr besser starten als mit diesem Titel? Ich bin überwältigt. Also, da glitzern die Tränen in den Augen. Ich bin so glücklich und stolz auf mein Team. Danke, Hannover, echt. Maria, mit dem wunderschönen Nachnamen Georgolopoulou. Ja. Bitte? Besser als jeder Lehrer bisher. Sehr schön. Ich hab auch ein paar Tage geübt jetzt. Ihr nennt euch innovative Grieche. Ja. Was macht ihr so anders als die anderen? Also, wir versuchen immer etwas Neues zu bringen. Und bleiben irgendwie nicht stehen. Also wir treffen oft gute Sachen, aber wir sind nie zufrieden. Also was heißt nicht zufrieden? Natürlich sind wir zufrieden, aber wir wollen einfach nicht stehen bleiben. Und das machen wir ganz oft zusammen. Wobei ich sagen muss, Christus hat die Ideen, ist gar keine Frage. Aber ich unterstütze ihn so ein bisschen in der Umsetzung. Und es ist natürlich so, wir haben das weltbeste Team. Weil die leben einfach Palladion und die sind auch echt... Ich sehe es! Ja. Ich sehe es! Christos, wenn man auf eure Karte guckt, habt ihr ein Dutzend Gerichte unter den Begriffen fleischlos, ernährungsbewusst und leicht. Und da sind auch, ist auch ein vegetarisches Moussaka dabei, das ja eigentlich mit Hackfleisch serviert wird, oder ein vegan Greek mit, ich glaube, Zucchini, muss man genau gucken. Genau. Zucchini-Chips sind das. Wird das öfter nachgefragt mittlerweile? Also die Nachfrage ist immer mehr und dementsprechend haben wir uns natürlich auch angepasst. Also vegan nicht ganz so. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass man an den Griechen so ein bisschen doch mehr an Fleisch und Fisch denkt als an vegetarisch. Aber vegetarisch wird immer mehr und auch das Vegane wollten wir auch unbedingt noch mit reinbringen, damit man nicht immer den Kellner fragen muss, was wir zaubern können mit der Küche, sondern dass sie sich auch eingeladen fühlen, dass wir auch an sie gedacht haben. Aber wie gesagt, vegetarisch ist ganz, ganz im Kommen. Da muss man dranbleiben, um die Entwicklung nicht zu verschlafen. Genau, ne? Das ist wichtig. Ja. Der Paul hat das Restaurant vor 37 Jahren eröffnet. Meine Güte, was ist das Geheimnis eines so langen und erfolgreichen Betriebslebens? Also erstmal natürlich immer versuchen, das Beste zu bringen. Qualität, Dienstleistung, das sind Grundvoraussetzungen, damit man immer Erfolg hat. Und versuchen mal mit der Zeit zu gehen, nie stehen zu bleiben, sich anzupassen, sich den Herausforderungen zu stellen. Egal, ob es Corona heißt oder Energiekrise oder die Maulen- und Klauenseuche oder was, BSE, alles, was wir durchgemacht haben. Ne? Man muss sich immer anpassen. Das ist... Ja, man muss zu euch tatsächlich alle halbe Jahre gehen. Als ich das letzte Mal da war, bist du 10 Minuten am Tisch gestanden und hast erzählt, was alles neu war. Den Biergarten kannte ich auch noch nicht in der Form. Wir sind auch natürlich mit der Zeit gewachsen. Immer was dazugekommen. Wir sind immer größer geworden. Die Nachfrage war da. Dann war die Nachfrage nach der Außenplätze. Dann waren die Außenplätze vergrößert. Und wir sind immer in Bewegung. Kann das sein, dass die Maria bald einen anderen Nachnamen hat? Ich habe gehört, da läuten die Hochzeitsglocken. Ja, es war, also ich mag es nicht mehr, weißt du, sie muss immer ihren Nachnamen buchstabieren. Ich habe gesagt, da müssen wir jetzt endlich mal was anderes hinkriegen und ich habe ihr einen Antrag gemacht. Und Maria ist ja niedergekniet. Ja, ja? In der so Tat. Ganz klassisch. Ja, das war auch eine richtige Überraschung am Aschsee. Da gibt es so eine kleine Ecke, die kannte ich gar nicht. Und wir waren eigentlich an den Abend verabredet. Wir haben jede Woche an einem Tag immer ein Date. Seitdem wir uns kennen.
Und an diesem Tag war er dran, das Restaurant zu wählen. Also hatte mich das gar nicht so weit interessiert und dann ist er einfach losgefahren. Und dann haben wir uns am Maschsee an einer ganz tollen Ecke gefunden, schön mit richtig romantisch, überall Kerzen und Essen zu zweit und Wein und alles, was geht. Und dann ist er auf die Knie gegangen. Und was kann ich da sagen? Ja. Wann wird geheiratet? Tatsächlich am 9. September diesen Jahres. Am 9.9. Das können wir uns gut merken, meine Damen und Herren. Gleich zwei gute Gründe, heute richtig zu feiern. Ist das so? Ja, geht's jetzt hoch her? Jetzt wird gefeiert. Das ist auch unsere Weihnachtsfeier und unsere Jahresfeier in allen. Alles, ja? Das Restaurant des Jahres ist das Palladion. Meine Damen und Herren, der Griechen Anderten. Glückwunsch, ihr Lieben. Das ganze Team nochmal aus Foto. So, meine Damen und Herren, und hinten raus soll es gleich nochmal richtig Musik geben. Wir werden schwungvoll, laut, ausgelassen und holen ein bisschen Schützenfeststimmung bei der Nacht der Gastronomie auf und vor die Bühne. Können wir natürlich erst machen, wenn das Palladion sich richtig gefeiert hat und die Fotografen, die jetzt natürlich schon Bildergalerien online stellen. Auf Social gibt es schon Videos und natürlich morgen alles in der Printausgabe der neuen Presse und sicherlich auch ein bisschen in der HAZ. Da sehen Sie alles, was Sie heute möglicherweise beim Bierchen an der Bar verpasst haben. Glückwunsch nochmal unserem letzten Sieger und wir begrüßen gleich das Fanfarenchor aus Laatzen. Eine der besten und erfolgreichsten Musikzüge der Region. Sieger im Harzwettbewerb Goldene Fanfaren, fast auf den Tag genau 40 Jahre alt und auch immer jung geblieben mit 32 Mitgliedern, die Trompete, Mellophon, Bariton und Marching Tuba spielen oder auf die Pauke, auf die Trommel schlagen und eine Gitarre dabei haben. Rainer Benevis ist der Dirigent, sein Sohn Kevin ist der künstlerische Leiter. Wir freuen uns auf drei Songs und Ohrwürmer sind auch dabei, zum Beispiel das lange nicht mehr gehörte Lied aus dem Jahr 1984 von Klaus Lage. Ich war damals 19, war das super, da tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Aber ich muss auch ein bisschen weiterreden, weil zunächst muss natürlich erst einmal das Schlagzeug auf die Bühne, denn ein Fanfarenchor ohne Schlagzeug, das ist auch definitiv zu wenig. Dann wird einmarschiert und am Ende geht der Musikzug der Fanfarenchor mit uns hinaus, sozusagen. Und dann können wir die Gäste hinten reinlassen. Dann werden wir von dieser Bühne rübergehen zu DJ Aiello. Und dann geht die Party Night so richtig los. Und ich bin sicher, sie verlagert sich dann auch aus diesem Teil auf den anderen, wenn wir um 22.30 Uhr etwa die erste unserer beiden Superstar-Bands heute, Snap und Culture Beat, hier auf der hinteren Bühne haben. So, Schlagzeug sitzt, wir hören die Töne und hier kommt das Fanfarenchor Laatzen! Wupp, wupp. Hannover, wo seid ihr? Come on, macht mal mit. Herzlichen Glückwunsch ans Palladium. Wow. Ladies and Gentlemen, wir fangen nicht an zu spielen, bevor nicht alle klatschen. Auf geht's, come on!
Vollgas! Relax. Ja, liebes Publikum, seid ihr gut drauf? Okay, ich frage nochmal. Hannover, seid ihr gut drauf? Ich zeig das mal, wie wir das machen. Von Franco Latzen, seid ihr gut drauf? Ja! Okay, ich glaube, dann sind wir vorbereitet für den nächsten Song. Bevor wir den nächsten Song spielen, Herr Christoph hat eben schon angesagt, tausendmal berührt, aber ich möchte nicht vermissen, erstmal diese wunderschöne Halle hier zu loben. Für uns ist es eine absolute Ehre, hier zu spielen. Besonderer Dank an Bernd Gattermann, Marcel Lensch und natürlich Günther Ebert, dass wir das überhaupt hier machen dürfen. Und kleiner Werbeblock, mach ja gerne Applaus, vielen Dank. Kleiner Werbeblock an dieser Stelle. In dieser wunderschönen Halle werden wir am 7. Oktober diesen Jahres eine noch nie dagewesene Aufführung aufführen, und zwar wir, das Fanfarenchor Latzen. Diese Aufführung ist ein Instrumental-Musical vor, wir hoffen, 600 Gästen mit Tribünen, und ja, es wird ein kleiner Musical-Dom hier hergestellt. Schauen Sie mal auf unsere Internetseite fanfarenchorlatzen.de, da werden Sie auch Karten kaufen können. Und by the way, wir brauchen auch ein paar Sponsoren. Mal gucken, vielleicht findet sich heute Abend einer. Also 600 Gäste sind geplant mit Aftershow-Party, also 1000 Leute wollen wir auch voll machen. Und vielen, vielen Dank nochmal an die Matzak, an die Hatz, dass wir das hier machen dürfen. Und jetzt brauchen wir Ihre Hände. Kriegen wir alle hin? Okay, also das reicht schon. Tausendmal berührt, wir legen los. Hannover, sing mal mit! Und tausendmal ist nichts! Und jetzt hier!
Und es hat... Genau so ist das. Ja, vielen Dank für den Applaus. Kurze Frage ans Publikum. Wer von Ihnen war schon mal auf Sylt? Ja, können sich ruhig alle trauen jetzt. Ich habe es vermutet, dass wir hier eine große Anzahl haben, die schon auf Sylt waren. Dann ist der nächste Song sicherlich für Sie kein Problem. Allerdings brauchen wir Ihren Einsatz. Also es gibt einen kleinen Part, eben ähnlich wie bei Tausendmal berührt, wo Sie einsteigen müssen. Wenn Sie das nicht machen, kriege ich Ärger mit dem Veranstalter, weil da müssen wir immer wieder von vorne anfangen. Also steigen Sie ruhig mit ein und haben Sie Spaß. Und dann geht es da gleich los mit der Party drüben. Dann werden wir gleich mal einen Übergang finden. Auf geht's. Spaß. Und jetzt sie. Geht das lauter? Und wir wollen alle...